Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir feiern Gottesdienst am vierten Sonntag nach Trinitatis. In der letzten Woche war das Thema Gottes Barmherzigkeit, seine offenen Arme. Heute nun geht es darum, wie wir auf diese Barmherzigkeit reagieren, wie wir weitergeben, was wir empfangen. Der Wochenspruch für diesen Tag und diese Woche steht im Galaterbrief. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasst uns beten mit Worten des 42. Psalms. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei mir selbst, wie ich einherzog in großer Schar, mit ihnen zu wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken, in der Schar derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu dass wir deine Worte hören, dass wir deinen Zuspruch wahrnehmen und dass wir sie in unserem Herzen bewegen und mit unseren Händen in die Tat umsetzen. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Epistel für den vierten Sonntag nach Trinitatis steht im Brief des Paulus an die Römer im 12. Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihm, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Halleluja. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha.
dem in Bitten Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ihm geholt. Nun in heil'gem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Das Evangelium für den heutigen Tag steht bei Lukas im 6. Kapitel. Jesus sprach: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann denn ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Ein Jünger steht nicht über dem Meister. Wer aber alles gelernt hat, der ist wie sein Meister. Was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im eigenen Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still, Bruder, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, danach kannst du sehen, den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Lob sei dir, Christus. Amen. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor, und die sonst des Todes Kinder führt zum Leben ihr empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha, die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja, ja, wir danken deinen Schmerzen, ja, wir preisen deine Treu, ja, wir dienen dir von Herzen, ja, du machst deins alles neu. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, mit der Rache ist es so eine Sache. Mir fallen verschiedene biblische Stellen ein. Mir fallen Psalmen ein, in denen Gott gebeten wird, doch Rache zu üben für das, was die Feinde einem angetan haben. Mir fällt ein der Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn, der die Rache immerhin begrenzt. Wer mir einen Schaden zugefügt hat, dem darf ich nicht das Haus anzünden oder ihn erschlagen, sondern er soll bestraft werden mit dem, was mir an Schaden zugefügt wurde. Und auf der anderen Seite fallen mir die Worte Jesu ein. Wenn dir einer auf die Wange schlägt, so halt ihm die andere Wange hin.
Und die Frage, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und Jesus antwortet dem Petrus, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal musst du vergeben. Und auf der anderen Seite fallen mir Märchen und Kinderspiele ein, wo es um Rache geht. Die Zeichentrickserie Nu Pagadi ruft der Wolf, nachdem ihn der Hase wieder ausgetrickst hat. Na warte, ich kriege dich. In den Märchen, wo immer wieder das Böse bestraft wird. Und mir fallen die Kinder ein, die beim Spielen sagen, Rache ist Blutwurst. Und dann dem, der sie geärgert hat, einen bösen Streich spielen. Wie ist das mit der Rache? Wie ist das mit der Vergebung? In unserem Predigttext heute im Römerbrief ist es ganz eindeutig gesagt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Dieser Satz gehört zu den beliebtesten Konfirmationssprüchen, weil er die Jugendlichen heute sehr intensiv anspricht in ihrer Auseinandersetzung um das Gute und um das Böse. Martin Luther übersetzt es etwas harmlos, dieses Wörtchen überwinden. Es klingt immer so wie eine geistige Überlegenheit. Paulus schreibt wirklich besiegen. Besiege das Böse mit dem Guten. Da geht es wirklich um Kampf und handfeste Auseinandersetzung. Wie ist das nun? Rache oder Vergebung? Was davon sollen wir uns zum Maßstab machen? Als erstes fällt mir ein, dass wir uns immer auf der Seite der Guten fühlen. Wir sind die Guten und da sind die Bösen, gegen die man kämpfen muss. Manchmal hört man das in den Reden von Politikern, wenn dann vom internationalen Terrorismus geredet wird. Manchmal hört man es in den Stammtischen, manchmal hört man das auf der Straße, in den Gesprächen der Menschen. Es ist immer klar, wir selber halten uns eigentlich nie für die Bösen, sondern immer die anderen. Hier sind wir schon in einer Falle getappt. Sind wir denn wirklich die Guten? Können wir uns denn sicher sein, dass das, was wir tun, wirklich zum Guten dient? Oder kann nicht auch das, was wir vermeintlich Gutes tun, anderen am Ende schaden? Es ist oftmals eine gewisse Überheblichkeit dabei, wenn wir die Welt in Gut und Böse einteilen. Und viele, die in harten Auseinandersetzungen sind und waren, wissen auch um ihre eigene Fragwürdigkeit. Wenn wir an die Männer und Frauen des 20. Juli denken, an die, die Widerstand geleistet haben gegen die Nazi-Barbarei, die wussten durchaus um die Fragwürdigkeit in manchem. Dietrich Bonhoeffer, der im Vorfeld des Anschlags vom 20. Juli sagt, wenn er da mitmacht, dann hat er Blut an den Händen und kann nicht als Minister in einem künftigen demokratischen Deutschland zur Verfügung stehen. Und trotzdem hat er mitgemacht in dem Wissen, das Ausräumen eines Menschen, das Töten eines Menschen ist immer ein Verbrechen, auch wenn es sich um einen Verbrecher handelt. Es ist nicht so einfach zu sagen, wir sind die Guten und die anderen die Bösen, sondern wir Menschen sind immer beides. Wir haben die Fähigkeit zum Guten, wir haben die Fähigkeit zum Bösen und uns fehlt ganz oft die Möglichkeit, beides voneinander trennen und beides zu unterscheiden. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es ist die große Herausforderung für uns, für das Gute einzutreten, für das zu kämpfen, was wir als das Gute erkennen und begreifen und gleichzeitig einzusehen, wir sind nicht besser als die anderen Menschen. Wir sind genauso fähig zum Bösen. Wir sind genauso auf Gottes Barmherzigkeit, auf seine Erlösung angewiesen. Rache ist Blutwurst, sagen die Kinder. Dieser Satz steht bei Erich Maria Remarque in seinem großen Antikriegsroman Im Westen nichts Neues.
Er beschreibt, wie Soldaten ihren Vorgesetzten, der sie immer peinigt, wie sie ihn krankenhausreif prügeln, blutig prügeln. Rache ist Blutwurst, da steckt das Blut mit drin, das fließen muss. Aber es klingt auch so verharmlosend, als wäre es nichts Schlimmes. So wie Soldaten eben sprechen, die ihren Gewehren Kosenamen geben, die den Tod ignorieren durch Galgenhumor. Rache ist Blutwurst. Nein, Rache lässt Blut fließen. Rache führt niemals dazu, dass das Gute siegt. Das Gute, das ist Jesus, der Christus, der den Tod überwunden hat, dass das Leben stärker ist als der Tod. Durch seine Auferstehung wissen wir davon. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Vertraue auf Gott, der stärker ist als alle Mächte und Gewalten dieser Welt. Vertraue auf Gott und lass dich bei ihm geborgen sein. Überwinde das Böse, indem du nicht in die Fallen tappst, die die Mächte dieser Welt dir stellen, sondern verlass dich auf das Gute. Verlass dich auf Gott, der sich dir und allen Menschen in Liebe zuwendet. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruh. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein. Er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret unserm Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, o so flehet um die Wette, bis sie Jesus widerstellt. Halleluja, welche Höhen, welche Tiefen reicher Gnad, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebet hat, dass der Vater aller Geister, der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. Liebe hast du uns geboten, dass man Liebe üben soll. O, so mache doch die Toten trägen Geister lebensvoll. Zünde an die Liebesflamme, dass ein jeder sehen kann. Wir als die von einem Stamme stehen auch für einen Mann. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich, hilf du uns, dass Frieden wird auf dieser Erde. Wir bitten dich für alle, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen, dass sie ihren Mut nicht verlieren, dass ihre Stimme gehört wird und die Welt sich verändert. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die traurig und verzweifelt sind und auch für die, die fröhlich und glücklich sind. Hilf uns allen, dass wir uns auf dich verlassen, dass wir deine Güte wahrnehmen, immer wieder aufs Neue.
Wir bitten dich, Gott, für deine Kirche. Hilf uns, dass wir deine Worte hören und in die Welt tragen. Hilf uns, dass wir deine Worte hören und danach handeln. Hilf uns, dass die Liebe zueinander, die Liebe zu den Menschen dieser Welt zum Maßstab unseres Handelns wird. Gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht als Gesegnete. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen.